Und jetzt sind wir am Start, meine Lieben. Die Erfurter von links nach rechts und die Stuttgarter Kickers von rechts nach links im Blau. Hier zum Auftakt der NGL Premiership. Falken wieder wird angelaufen, bleibt erstmal im Ballbesitz auf Furi wieder. Immer noch Furi, kriegt er den rein, den bringt er sogar rein und dann kriegt er den Freistoß. Also die ersten 8 Minuten, das krasse Gegenteil hier, wie zum Pokalspiel am Donnerstag in der NGL Series. Und hier zum Premiership-Auftakt ein guter Ball in den 16er erstmal, aber abgefangen. Lino, dann Furi macht da richtig, verlangsamt das Spiel nochmal über Michi zentral, Pate Play, links raus. Jetzt könnte es gefährlich werden, guter Ball und Marquez dazwischen und musste eben auch dahin, hat es gut antizipiert. War wichtig. King. Wieder der Pass über die Außenbahn. Zwei Mann bei Zidane. Können die aber nicht vom Ball trennen. Immer noch Zidane. Und Falken dann mit dem Fuß zum Schluss mal einen Scandi-Shop. Aber das war keine absichtliche Rückgabe. Von daher Zidane. Dreh- und Angelpunkt bei den Stuttgartern. Immer wieder schon in der vergangenen Saison. King. Nochmal auf Zidane. Jetzt ist ein bisschen Platz. Erfurter Junge macht das einzig Richtige und klärt den Ball aus der Gefahrenzone. 25 Minuten rum in diesem Auftaktspiel für beide hier in der NGL Premiership. King. Zidane. Ja, gut mit der Hacke auf den Nino, der nochmal Zidane mitnimmt. Dann der Versuch, den Ball in die Mitte zu bringen. Und Scandishop kann den nur zur Ecke abwehren. Sascha, vielleicht eine Kontermöglichkeit, aber er macht es richtig, nimmt Michi noch mit. Jetzt ein guter Pass in die Mitte, das könnte eine Chance werden, das könnte eine Chance werden. Immer noch reißt der Ball, Michi hat gefälscht. Never clean dazwischen. Also jede Menge Pfeffer hier in dieser Partie der NGL Premiership. Der Stuttgarter Kickers wollte ich gerade sagen, aber die Erfurter sind wirklich wach. Sie sind da, sie sind anwesend und haben alles analysiert, was Donnerstag nicht funktioniert hat. Pate Play, Pate Play. Und get on my level. Keine Mühe. Ballack King hat aufgepasst. Und jetzt gibt es vielleicht die Chance für Zidane. Zidane im 16er, zwei Mann bei ihm, Nagras. Und auch er löst das gut. Auch er löst das gut in dieser brenzlichen Situation im 16er. So, wir drehen den Spieß natürlich um. Stuttgarter Kickers jetzt von links nach rechts und wieder ein hoher Ball. Scandishop ist draußen und hat den. Also, da wollten sie die Erfurter gleich mal überraschen. Rot-Weiß Erfurt gegen die Stuttgarter Kickers. Jetzt über die linke Seite mit Lipok, der das richtig stark macht. Gutes Ding von Lipok. Und dann gibt es den Abschluss von Michi vielleicht. Pate Play versucht's. Aber Michelino haut auch den Körper da rein. Also, ich glaube, und auch die Stuttgarter merken, dass das heute eine andere Mannschaft ist. Furi. Michi, zentral nochmal. Jetzt ist vielleicht ein bisschen Platz dafür. Pate Play, der steckt den gut durch. Und Ketterman Level hat den Braten gerochen und läuft pünktlich an, um den Ball unter sich zu begraben. Lewandowski, ja, vollzieht neu auf über Tondera, Pate Play. Jetzt ist ein bisschen Platz. Guter Ball von Pate Play. Das ist keine Abseitsposition. Jetzt gibt es die Möglichkeit für die Erfurter. Aber Get on my Level ist zur Stelle und Erfurt kriegt den Strafstoß. 65. Minute. Die Möglichkeit vom Punkt für Rot-Weiß. Holen sie sich die Führung. Ja, sie holen sich die Führung. Sascha. 1:0. Rot-Weiß Erfurt. Und das geht in Ordnung. Das ist in der Summe verdient. Und jetzt brauchen wir eine Reaktion von den Stuttgarter Kickers. Das ist ein ganz anderes Gesicht der Erfurt. Das muss man auch ganz klar sagen. Das sieht man einfach. Und jetzt gibt es die Chance für die Stuttgarter Kickers. Über Zidane. Was machen sie da? Zidane, immer noch Zidane. Und Scandishop mit einer Riesentat zur Ecke für die Gäste. Für die Erfurter. Guter Ball über die rechte Seite. Der kommt an bei Fury. Im Zweikampf setzt er sich da richtig gut durch. Dann zurückgezogen, abgelegt auf Michi. Der nochmal zentral auf Erfurter. Lipok abgeblockt von Neverclean. Pate Play. Aus dem Abseits. Und sie lauern auf dem Konter, der jetzt vielleicht kommt. Über Sascha, rechter Außenbahn, ganz viel Land vor ihm. Ganz viel Land vor ihm. Was machen die Erfurter draus? Abgeblockt, Marquez.
immer noch Marquez. Und dann vertändelt Marquez den Ball und das bringt den Erfurt an Zeit. Das bringt den Erfurt an Zeit. Fugi holt den Ball immer noch. Flanke ist gut. Und Partey versucht das Ding Dropkick im Kasten unterzubringen. Verfehlt knapp. 2 Minuten müssen die Erfurter noch überstehen. Alles oder nichts für die Stuttgarter. Zidane, guter Ball von Zidane abgeblockt. Partey Play und das war's. Die Erfurter revanchieren sich für die Pokalpleite am vergangenen Donnerstag.